wenn das Gute in die Gläser kommt, dann ist es bestimmt eine gute Zeit, dass ihr alle da seid. Und darüber freuen wir uns ja. Denn heute auf unserer Bühne haben wir die Sonne für euch eingepackt. Wir haben die Sonne in diesen Gläsern dabei. Wir sind aus einem fernen Land, was gar nicht so fern ist in unserem Herzen, denn es hat so viel Sonne abbekommen, dass wir Gutes dabei haben. Und stell dir mal vor, auf deiner Zunge würde diese Rosenblütenmarmelade zerschmelzen. Natürlich, wenn er dir morgens dazu das Pfannküchlein gerichtet hätte. Stell dir mal vor, es käme dazu, dass dein Mann wieder gerne das Grillfleisch selber anmacht, weil er genau weiß, mit einem Löffel habe ich dazu das perfekte Topping dabei. Solche Ideen sind das, was unsere guten Produkte ausmachen. Deswegen sind wir heute da. 1-2 Minuten brauchen wir noch, weil unsere vorige Show doch recht intensiv und köstlich war. Da danken wir unserem lieben Kollegen Auer auch dafür, was er da so gemacht hat. In der jetzigen Zeit habe ich rote Broschüren dabei. Und in der roten Broschüre sind so viele gute Produkte herinnen. Und vieles darüber erfahre ich immer auf der Landschaft der Ernährungswissenschaften. Und da begrüße ich jetzt den Robert Schossmann. Grüß dich, mein Lieber. Servus, grüß dich. Du hast ja eine Menge Wissen mitgebracht. Wir kommen ein bisschen vor von den Lautsprechern da. Na, gehen wir doch zurück ein bisschen. Müssen wir uns ja mal mit der Atmosphäre hier auseinandersetzen. Was ist das Gute in unseren Gläsern? Weil da die Sonne von Bulgarien eingepackt ist. Und es sind ausgereifte Früchte. Und wir haben sie sauber eingepackt, schon eingepackt, total überwacht und haben das Beste von dem Balkan für Sie heute mitgebracht. Das Beste vom Balkan kommt in Gläsern heraufgefahren. Genau. Wir wollen heute nicht nur den Versuch machen, zu zeigen, was man damit tun kann, Robert. Nein, es ist deine Tagesaufgabe, deine Lebensaufgabe, diese Frische auf die Tabletts und die Teller zu bringen. Richtig. Passt da das Glas dabei? Immer. Der Markus Haxter ist oben dabei und ich darf euch eins ankündigen. Wir haben eine schöne Präsentation da und die mache ich nicht alleine. Ladies and gentlemen, please welcome with me in the house Mr. Andrzej from the Ukraine. He's in charge. Er ist als Gesandter der Europäischen Kommission da für die Agro-Promotion. Herzlich willkommen, Andrzej. Das ist dein Applaus. Hallo. Guten Tag, everybody. Wir haben einen kleinen Moment. Der Andrzej macht hier die Repräsentation für die Erzeugergemeinschaft der frischen Bauern von Obst und Gemüse aus Bulgarien. Andrzej, you represent all those suppliers of fresh food and vegetables from Bulgaria. I'm sounding a bit... We can jump up. Yeah, we should jump. So, I represent a union of the Bulgarian processors of fruits and vegetables, and we have a nice, beautiful stand just right here, and we promote several nice Bulgarian products. Wir haben die Erzeugergemeinschaft der bulgarischen Obst- und Gemüsebauern dabei. Und gegenüber, Open the Seal of Taste, ist unser Stand, und da haben wir lauter frische Produkte dabei. Yeah. You can see them already at the screen. You might probably have already tasted them at our stand, and you will see what we can do with these wonderful products here tonight, today at this stage. Und wenn Sie einige der Gläser schon gesehen haben, vielleicht auch schon haben kosten können, dann ist das der erste Schritt. Und der zweite Schritt, der folgt jetzt, dass wir Ihnen zeigen, was wir mit den guten Speisen zubereiten können. Und dafür sind wir nicht alleine da. Who did you bring? This time we brought traditional Bulgarian vegetable paste, which is called lutenica. It is made mainly of grilled paprika, eggplant and tomato, which is nice with several dishes which Chef Markus will suggest you to do. We also have grilled paprika, peach compote, rose jam and rose hip marmalade, which is the only word I know already in German, Hagebuttenmarmelade. Hagebuttenmarmelade ist ein schönes Wort und das kann er auch schon, sagt er. Wir haben also Zutaten da, die Lutenica, das ist dieser schöne Paprika-Eiwa, den werden wir heute euch zeigen und auch euch mal kosten lassen. Dazu haben wir zum Beispiel den Pfirsichkompott, wir haben die Hagebuttenmarmelade und natürlich, Robert, die Rosenblüten, dazu gleich dann mehr auch von dir. So, we do lots of interesting promotional activities all around Germany. We mainly focus on big cities like Berlin, Köln and Munich. We do informational and promotional activities. We do television advertising, billboards advertising, any other kind of advertising we can reach you. Die Erzeugergemeinschaft ist ganz aktiv in der Werbung, überall in Deutschland, München, Köln,
aber natürlich auch die Bundeshauptstadt mit Fernsehwerbung, Printwerbung und so weiter sind angesprochen worden, um das Produkt vorzustellen. We of course participate in the biggest trade fairs or food exhibitions. Die größte Weltmesse, auch die Anuga, wurde bespielt. Anuga Food and Life and Green Week, Food Logistica. Die Food und Logistik und auch die Grüne Woche natürlich in Berlin. We do tasting and degustations of our products in the supermarkets, and some of them you might have seen it. If not, you will see it in the nearest future in Munich. Überall gab es was zum Kosten und bald auch in vielen Regalen. Da sind wir kurz vor einigen Erfolgsmeldungen. Dazu aber gleich in unserer Show. We also have the presentation dinners, thematic dinners for those which work in the food industry or related to the food industry, distribution, trade, or any other way related to the food. We invite those people time to time to share a dinner with us with interesting local dishes prepared with Bulgarian products. Immer wieder gibt's Themenabende mit einem schönen Abendessen, wo wir die Teile der schönen Kultur auch darstellen. Und da hatten wir auch solche Themendinner hier in München. Gestern auch heute Abend wird wieder eins sein für Entscheidungsträger und Einflussmenschen aus der Ernährungsbranche, um das Produkt einfach näher kennenzulernen. The other specialist which wishes to distribute our products in the future, we invite to the production places in Bulgaria and we show them how these products are made. Damit zeigen wir, wie wir die Produkte herstellen, wie frisch sie ins Glas kommen und was aus ihnen dann werden kann. We also do the culinary presentations, culinary school, culinary life shows, which we have done already in Köln. As you have seen, you can see on the picture, it is Chef Markus and Harry presenting and cooking some interesting dishes in Köln. So today you will have this pleasure to see these wonderful dishes made by these gentlemen. Und da haben wir unsere kleine kulinarische Schule deswegen auf die Reise geschickt. Das sind Bilder aus einer großen Einkaufslokalität in Köln, wo wir dann auch den Menschen gezeigt haben, wie man die Frische nicht nur aus dem Glas, sondern auch auf die leckeren Schnittchen bekommt. Beside this, we will give a word to Dr. Robert, which is nutritionist, and he will tell you which health benefits or nutritional benefits you can get from those fruits and vegetables we are presenting. Und so ist auch Robert hinzugestoßen als Ernährungsfachmann und auch Berater, der uns über die Inhaltsstoffe und das Gute in dem Erzeugerprodukt berichtet. Und wie es geerntet wird, wichtig. Und wie es mit Liebe geerntet wird. And we have, of course, the presentation events, which is well aimed to present our wonderful products to professionals and the big public. And this event will happen at the same stage tonight at 5 o'clock. Und nachher um 5 gibt es eine weitere Show, wo wir eine etwas andere Auslegung unserer Show haben. Von daher freuen wir uns, wenn ihr mögt, nachher ein zweites Mal da zu sein und dann jederzeit diese wunderbare Produktwelt kennenzulernen. That's it. Thank you very much for your attention and I pass the microphones to the professionals which will speak German native language to all of you and I wish you a wonderful day and I'm pretty sure that you will learn something interesting, how to cook nice German dishes with our products. Dankeschön, Andrzej. Und jetzt geht's los mit unserer deutschsprachigen Geschichte. Der Andrzej hat einfach für die EU-Kommission europaweit in dieser Richtung als Botschafter fungiert. Ich finde, das macht er ganz sympathisch. Er zieht sich auch immer ordentlich schick an. Andrzej, this is your applause from all the Bavarians who like you so much. Thank you for having us and say a good hi to Brussels. One second, stay. Yep. Oh, we have a bit of Hollywood. I like Hollywood. I like to smile. With the microphone? Yeah, with the microphone. A little bit of Hollywood ist überall. Ja, unser Tonmann wird jetzt dafür sorgen, dass dem Markus Huxter dann auch das Mikrofon aufgedreht wird, damit wir ihm etwas mehr aus dem Mund entlocken können. Denn das, was er hinter uns schon vorbereitet hat, das gibt es jetzt auch mal fürs Köpfchen. Meine Damen und Herren, wir sind froh, dass wir jetzt loslegen können. Schönen lieben Dank unseren Vertretern aus der Presse. Und Markus, jetzt wollen wir schauen, bist du drauf? Ja. Ich bin noch nicht drauf. Dann kriegst du so lange die Keule in die Hand. Ich bin noch nicht drauf. Ja. Ich bin noch nicht drauf. 1, 2, Test. So, immer auf jetzt. 1, 2. Er pegelt dich hoch. Das kommt schon. So ist das mit den Live-Situationen, wenn der Mann da ist. Bist du jetzt da? Ich weiß es nicht, nein.
Bin noch nicht da. Spreche ich jetzt erstmal so. Ja, machen wir es so. So, meine Damen und Herren, jetzt ist es Zeit anzufangen und auch mal die Katze aus dem Sack zu lassen. Mein Name, und das stimmt, das ist wirklich Harry Flint. Ich mache das mit den Hetz, das sagt der Kölsche. Ich komme aus der nördlicheren Region, habe die Freude in Europa, solche Lebensmittel auf die Straße zu bringen, die unsere Experten hier vorne ganz hervorragend vorgerichtet haben. Lecker war das, was du da gemacht hast. Tolle, tolle Küche. Und das, was dazugehört, mit den kulinarischen Themen dabei zu sein, wird uns von unserem Robert verarbeitet. Und hier ist er dann nun. Ein herzlicher Applaus. Herzlich willkommen, unseren Weltkoch Markus Haxter. Ja, Harry, danke schön für die Vorschusslorbeeren. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben also heute eine tolle Aufgabe, Open the Seal of Taste. Wir sind schon ein Jahr damit unterwegs und haben da schon so einige Kreationen gemacht. Sie sehen jetzt erstmal hier so einige Gläser, aber das ist schon was Besonderes, nämlich Top-Qualität aus Europa. Und wenn man das eine oder andere Produkt sieht, also wenn man das jetzt hier, wie heißt das? Lutinica. Viele kennen es auch unter dem ähnlichen Begriff wie Aiwa. Das ist gegrillte Paprika, das ist gegrilltes Gemüse püriert. Das kann man natürlich einfach aufs Brot tun, einfach zum Käse essen. Man kann ein Salatdressing damit machen, einen Kartoffelsalat, man kann eine Tomatensuppe machen, man kann sogar ein Eis damit kreieren. Ein Paprika-Tomateneis, dazu dann einen geräucherten Schinken. Also das geht sehr, sehr gut, weil es ist komplett ohne Zusatzstoffe, ist schon fast Bio-Qualität. Vom Allerfeinsten würde ich sagen, also wir haben sehr viel ausprobiert, auch die Rosenmarmelade. Von der Rosenmarmelade oder Rosenkonfitüre, Jam, kann man eine Soße machen. Ich habe einen wunderbaren Espuma gemacht, eine Geschichte aus einem Sahnebläser, eine Rosen an Leichtigkeit nicht zu übertreffen, aber der Geschmack ist da. Und der Espuma, sagt man eigentlich, der macht die Seele eines Lebensmittels schmeckbar. Und das wollen wir eigentlich heute auch mal zeigen. Und obwohl ich ihn so gern zeige, mag ich dich jetzt bitten, dass wir dich verstecken, denn da hinten, da ist dein Zuhause. Und ich mache dich wieder sichtbar, weil der Spiegel zeigt alles, was du da hast. Alles klar. Und erklär uns weiter, was du da im Töpfchen hast. Du hast etliches vorbereitet, ja, Markus. Also wir haben ein bisschen Zeit aufholen, damit es an die Maßnahme geht. Du hast von vielen Ingredienzen gesprochen und auch von den schönen Gläsern. Und dem Robert wollte ich euch eins zeigen. Warum heißt das denn The Seal of Taste, das Siegel des Geschmacks? Ganz einfach. Stellt euch einfach mal vor, wenn wir das hier da ploppen und dann diesen Plop haben. Dieses Geschmackssiegel öffnet sich und dann hast du dieses Aroma von Frische und du hast die Produkte aus dem Glas auch gut sichtbar. Das verbirgt sich in den Gläsern, die ihr heute hier verarbeitet bekommt, Markus. Und womit fängst du denn heute an? Ja, also ich werde jetzt einen Spitzkohl braten in Bio-Olivenöl, ganz klar, in einem guten Öl. Das Ganze wird natürlich auch mit etwas Bio-Sojasauce, mit einer Shoyu-Soße abgelöscht. Frisch geschnittenen Spitzkohl. Dazu kommt natürlich, wir sind ja hier im Süden von Deutschland, da isst man gern was Geräuchertes. Also hier ist so ein bisschen Bacon. Und dazu machen wir dann gleich die Rosenmarmelade mit dazu und geben da einen kleinen Hauch mit in das Gemüse rein. Das Ganze wird abgelöscht. Der Kollege hat schon von Teppanyaki gesprochen, also von so Aromen, die so ein bisschen ineinander übergreifen, dass man also gerne das, was süß ist, auch salzig ist, das, was scharf ist. Zum Beispiel Schokolade mit Chili konnte man sich vor 2-3 Jahren gar nicht vorstellen. Heutzutage gibt es Schokolade mit grünem Tee und wir machen erstmal unsere Produkte hier von Open the Seal of Taste. Da haben wir nämlich Rosenmarmelade, Hagebuttenmarmelade. Wir haben Pfirsiche, die in einer Konsistenz sehr fest sind. Also da mache ich gerne ein Chutney zu oder püriere das ein wenig mit Senf und mache dann ein Pfirsich-Senf zu unserem Käse. Wir haben hier eine Wahnsinnsauswahl. Feigensenf ist der Trend. Aber warum soll man nicht einen Apfelchutney machen oder einen Pfirsich Ketchup machen, indem man halt eine würzige Soße auf Tomatenbasis mit Mango, kann man sich das vorstellen. Aber warum muss man denn die Mango haben, wenn die Pfirsich so nah ist? Und das bringt mir ein Stichwort, lieber Robert. Jetzt geben wir in Bulgarien der Sonne die Chance, das Obst und das Gemüse zu reifen. Dann geben wir es danach ins Glas. Was passiert denn mit den Inhaltsstoffen auf dem Weg daher? Was geht uns denn da verloren? Fast gar nichts. Sie können sich darauf verlassen, dass wir wirklich Top-Qualität in das Glas gepackt haben. Das sind keine Dosen, da geht nichts raus, das Glas ist neutral und Sie bekommen das Beste zu Hause. Wenn Sie den Plop aufmachen, haben Sie die beste Qualität in Ihrer Küche. Das können wir garantieren. Ja, und die Qualität ist das eine, also es bleiben die Nährstoffe auch erhalten, bis der Markus mit der Verarbeitung beginnt? Okay, genau. Das heißt Nährstoffe.
Sie sehen ja, dass unsere Früchte absolut ausgereift sind. Und nur wenn eine Frucht ausgereift ist, hat sie den vollen Nährstoff. Das heißt, wir ernten das Zeug nicht grün und importieren es über tausende Kilometer roh nach Deutschland oder hier nach Bayern. Wenn die Pflanze nicht reif ist, hat es gar keinen Wert. Wir können es gar nicht verdauen. Das heißt, sprechen wir detaillierter über Antioxidantien, über Pflanzenbegleitstoffe, über egal was es immer ist. Das ist im Glas drin und Sie haben die volle Qualität der Nahrungsmittel in der Küche hier in Bayern, wenn Sie möchten. Markus, und eine Pfanne, die fängt schon an zum Brutzeln. Du bist hier unterwegs, du hast gerade gelernt, auch von wissenschaftlicher Seite, dass die ganzen Inhaltsstoffe gut dabei bleiben. Dein Ofen machst du vorne warm. Man kann dadurch auch eine gepflegte Küche machen, die man nicht nur als schneller, als genüsslich bezeichnen kann. Was ist das für dich Interessante an dieser Form der Zubereitung? Das ist eine gesunde Kombination. Also ich sag mal, heutzutage gibt es immer wieder neue Ideen und ich finde, ich bin offen neuen Ideen gegenüber. Und der eine schwört eben auf dieses, der andere schwört auf jenes. Ich sage einfach mal, eine gesunde Kombination aus beidem ist eigentlich nicht schlecht. Und man muss sich ja auch manchmal helfen. Man muss sich auch mal ein bisschen. Man hat ja nicht immer die ganz viele Zeit. Und die Produkte sind eigentlich gut. Und wenn man was Gutes mit was Gutem kombiniert, kommt was sehr Gutes raus. Und das ist eigentlich wichtig. So soll es sein. Ich gehe jetzt mal mit dem Glas ein bisschen rum. Lieber Robert, schau doch noch mal in die Pfanne hinein, was der Markus da tut. Schauen Sie mal, so sieht das Glasel von innen aus. Es ist ein Ayva, ein Paprikasud. Da haben wir gesagt, das sind gegrillte, geschälte Paprikas. Die haben wir so in diesem Sud dabei. Markus sagte schon, den kann man kalt auf ein Stück Schwarzbrot nehmen. Den kann ich mir zum Steak nehmen im Sommer. Markus, was ist denn mit den Möglichkeiten abends, wenn ich mir statt der Tüte Chips vielleicht ein wenig von unserem Luteinscher drauf tue? Also ich würde dazu etwas Quark nehmen und würde mir eine kleine Pellkartoffel dazu machen oder mal ein schönes Cocktaildressing zubereiten mit Joghurt, mit Mayonnaise und dann diese Gewürzmischung mit drunter rühren und schon hat man mal ein ganz anderes Erlebnis und einen ganz anderen Geschmack. Genau, lass lieber deine Chips weg. So gesund sind die auch nicht mehr. Schau dir die Ernährungspyramide an. Da findest du die Chips nicht ganz unten. Ich habe noch nie was Süßes gegessen in meinem Leben, wie ihr seht. Das glaube ich dir prompt. Ja, schaut. Ja, ich lerne eine Menge dazu. Man ist natürlich häufig unterwegs. Die Aufgaben der gesunden Kost aus Bulgarien, Markus, das ist aber beim nächsten Thema eigentlich, ist ja auch, dass wir das Gute so nah vor der Tür haben. Hier in Europa scheint die Sonne. Das hat uns der Robert gesagt. Wir haben auch in Asien tolle Märkte, tolles Food, ja, wir haben auch im Westen unseres Erdballs vieles, aber das Gute wie jetzt hier ist oft so nah. Wie sieht's denn aus mit deinen bulgarischen Zutaten auf deiner Reise? Du kochst weltweit, was nimmst du denn immer mit von unseren Produkten? Ja, also ich sag mal, die Rosenmarmelade, ja. Das ist etwas, was man so nicht alltäglich hat. Die ist von sehr, sehr, sehr gutem Geschmack. Also, wonach beurteilt man ein gutes Essen? Nach dem Geschmack. Und wenn ich da gleich mit aromatisiere, unsere Gäste werden es ja gleich selber probieren, wie intensiv die Rose war. Es gibt Gerichte, so in der arabischen Küche, Marzipan wurde immer mit Rosenwasser zubereitet. Und so einige Aromen gehen natürlich in die Dessertrichtung. Das ist vollkommen richtig. Und das haben wir gleich auch in Form eines Espumas zubereitet. Der Spitzkohl ist ja auch eine schöne nahrhafte Geschichte. Was zeichnet den denn so aus? Der Spitzkohl ist innen zum Beispiel leicht bitter. Der hat mehrere Aromastoffe noch drin und mehrere Antioxidantien. Das ist der Pflanzenbegleitstoff, weil er sehr bitter ist. Und meine Ladies, wenn ihr morgens mal nicht so fit seid, denkt dran, bitter macht euch fitter. Jungs, wenn es abends nicht mehr reicht, bitter macht euch fitter. Aber zu dem Rosen möchte ich noch dazu was sagen. Ich weiß, warum das Rosenwasser so wichtig ist, aber da gehen wir ein bisschen später darauf ein. Weil das ist ein ganz spezielles Thema. Das ist ein Traum, meine Jungs, wenn er diese Information bekommt, was wir mit unseren Rosenblüten machen, das ist der Hammer. Den Ton muss man nehmen, wie er kommt. Und manchmal muss man auch live umschwenken. Du merkst das ja in der Küche immer wieder. Wenn die Technik ausfällt, kochst du einfach auf dem heißen Stein weiter, oder? Ja. Wie es oft am liebsten so nicht, kommt. Ne? Am liebsten nicht. Du hast ja hier eine profunde Technik. Der Spitzkohl ist eine gesunde Geschichte. Du hast hier ein Gemüse geschnippelt. Was hast du da? Zeig's mal kurz in den Spiegel rein, ganz geschwind, dass unsere lieben Gäste das hier sehen können. Das ist also jetzt Paprika, Zucchini und gelbe, rote Zucchini. Da kommen gleich noch Frühlingszwiebel zu. Und natürlich auch die Cherrytomaten. Die kommen selbstverständlich dabei. Frische Cherrytomaten dazu. Und dann geben wir natürlich zum Abschmecken unsere Glutenica, genau.
Das ist Tomate in konzentrierter Form, die Sonne Bulgariens konzentriert mit Gemüse. Sonnenblumenöl ist auch herinnen. Jetzt haben wir die verschiedenen Ölsorten auch immer was gelernt. Die Sonnenblumenöl ist ein sehr leichtes Öl und darum ist es nicht so schwer. Das heißt, das kann man auch morgens oder auch abends zu sich nehmen etc. Sie haben immer eine Top-Qualität. Und wenn Sie jetzt auf meinen Printer schauen, wenn Sie sehen, was da für Inhaltsstoffe drin sind, da reden Sie jetzt nicht irgendwie von künstlichen, synthetischen Aromastoffen. Hier ist wahre Natur eingepackt ins Glas. Echte, wahre Natur. Schauen Sie mal an, was da alles drin ist. Nur leckere Sachen. Ich gehe mal ein bisschen rüber, dann kann ich es besser lesen, etc. Über Vitamin C reden wir später noch ein bisschen drüber. Aber Zwiebeln, Karotten, Sonnenblumen, Jodsalz, natürliche Gewürze, Karotten, Petersilie, Knoblauch. Meine Herrschaften, wenn Sie... Jetzt gehen wir mal über die Gesundheit ein bisschen. Essen Sie ein bisschen mehr Knoblauch und das Vitamin C. Was bewirkt Knoblauch und Vitamin C mit Ihren Adern? Soll ich Ihnen sagen, das Cholesterin wird gelöst. Ein bisschen Wasser rein, Sie fühlen sich fitter. Sie brauchen keine Blutverdünner mehr. Sie fühlen sich richtig fitter hinterher. Okay? Also passen Sie auf, was alles drin ist. Es ist ein Traum, was wir angepackt haben. Gut, und dann wird es auch Zeit, dass ich mich mal runter mache. Lieber Robert, komm doch mal her. Lass uns mal hier vorne ein bisschen... Oder bist du so nett von vorne von der Theke, gibst mir mal die Trays da an mit unseren schönen ersten Lagen, damit wir jetzt auch mal für Sie in die Gelegenheit kommen, die ersten Kleinigkeiten... Das ist nichts für dich jetzt. Nicht das Süße ja. zum Anfang. Lass also wir würden jetzt erstmal mit dem Herzhaften anfangen. Warum? Also normalerweise kennen wir alle Tomatenmozzarella. Bei uns gibt es gegrillte Paprika mit Mozzarella. Ist einfach mal eine andere Geschichte. Genau. Und das können wir gerne mal so ein bisschen verteilen. Eine Serviette dazu. Bitte sehr. Wer hat denn von euch schon mal Paprika enthäutet? Was das für eine Arbeit ist? Sieht doch gut aus, hä? Perfekt gemacht im Glas. Jungs, da könnt ihr auch kochen, weil die Kunst, weil es dauert ja ewig, bis man die Paprika enthäutet hat. 30 Minuten und dann Handtuch drauf und kaltes. Das können Sie hier ersparen. Perfekt. So, dann gehen wir mal rum und bieten euch das an. Schaut, wer mag denn? Das sind kleine Pumpernickels. Mit unserer schönen, gegrillten, geschälten Paprika aus unserem Glaser. Bitteschön, da haben wir für ein paar Personen hier vorne die Möglichkeit, mal reinzugreifen. Bitte sehr, wer den mag. Ja. Wissen Sie, Tomaten kann und Mozzarella kann jeder essen, aber das ist noch was anderes. Ja, schauen wir, dass wir euch hier vorne die Möglichkeit geben. Sodele, wer mag? Na, wer weiß von euch, warum der Pumpernickel Pumpernickel heißt? Hat jemand eine Ahnung? Der Pumpernickel? Das sind Fragen, die wurden uns gestellt bei einer unserer Kochveranstaltungen und da bekam ich drei Antworten zur Vorgabe. Ratet doch mal mit. Pumpernickel ist A, eine Wortschöpfung, die gab es noch gar nicht. Es ist B, aus der Zeit Napoleons oder es ist C, einfach ein verschriebenes Wort. Wer hat eine Ahnung? A, B oder C? Was meinst du? B. B, aus der Zeit Napoleons? Ja, weißt du, da muss ich mir das Mikrofon, dann magst du mir gerade das Mikrofon geben, sei so lieb. Dann tauschen wir uns da aus. Jetzt bin ich gespannt. Kannst du es auch begründen? Kommst auf, bitteschön. Das Pferd vom Napoleon hat Nick geheißen und der hat das alte Brot bekommen. Und daher ist es entstanden aus dem Pump. So schön hat das noch niemand erklärt. Es war wirklich der Nickel, pour mon Nickel. Für meinen Nickel hat der französische Soldat gesagt, als der Deutsche in der Besatzung unter Napoleon Angst um seine Güter hatte. Und da war er ganz fürchterlich ängstlich und hat immer das schöne trockene Schwarzbrot gegeben, was er gedünstet hatte, weil er hatte ja keine anderen Gelegenheiten. Wo war das? In welchem Landstrich Deutschlands? Nord, Süd, Mitte? Westfalen? Bayern? Pommern? In Westfalen. Da gibt es bis heute noch die Dünstereien rund um Münster. Das ist hochinteressant für alle, die mal weiter oben sind. Solche Lebensmittelkundungen haben wir und du hast den Pumpernickel, lieber Markus, genommen als Basis für deine geschälten, gegrillten, zubereiteten Paprikas. Das ist so dein Teaser des Abends, um zu beginnen. Ja, ich denke mal, es ist leicht, ist erfrischend und das passt. Die und im Pumpernickel sind noch über 40% Ballaststoffe eigentlich drin. Also sehr gesund für den Darm und für die Verdauung. Was hat denn mehr Ballaststoffe? Jetzt haben wir ihn ja da. Ich frage mal so in eure Richtung. 17 Eisbergsalatköpf oder Affund Schwarzbrot? A oder B? Das Schwarzbrot? Und? Natürlich. Hat der Eisbergsalat da Ballaststoffe? Nein, überhaupt fast gar nichts. Nur ein bisschen was. Aber das Brot hat am meisten. Brauchen wir darüber reden, okay? Ballaststoffe wirklich. Jetzt wurde die ganze Zeit darüber gesprochen, als wir uns die Köstlichkeiten hörten, auch die Hagebutte wird verarbeitet, genau. Lieber Robert. Bei der Hagebutte ist es ja so, die soll ja auch so gesund sein. Da gibt es ja die Mär, dass die Hagebutte eigentlich das beste Kindergetränk wäre. Warum? Weil ein Haufen Vitamin C drin ist. Was fördert das im Wachstum? Knochenwachstum, Zellwachstum für die Haut. Wenn Sie genügend Vitamin C drin haben und das Omega auch noch dazu, ist auch noch gut für den Kopf. Das Gehirn wächst und Ihr Kind wird auch noch viel intelligenter dazu. So soll es sein.
Genau. Wenn wir Vitamin C haben in hoher Dichte, haben wir also mehr Vitamin C bei der Hagebutte als in der Zitrone selbst, oder? Richtig. Sie brauchen viel Zitronen, um das auszugleichen. Viele Zitronen. Markus, was hast du denn da schon als nächstes in deinen Gläsern vor? Ja, ich bin jetzt schon mal so ein bisschen mit dem Dessert beschäftigt, weil es ja gleich schnell gehen muss. Die Zeit rennt ja hier immer wie wahnsinnig. Also wir haben hier gleich unseren Rosenblüten-Espuma und den servieren wir natürlich mit unseren köstlichen Pfirsichen zusammen, die ich mariniert habe. Und ja, das sind eigentlich so vier verschiedene Gerichte, die wir mal heute zeigen wollen. Also unsere kleine Vorspeise haben wir, das Dessert ist hier schon so ein bisschen in der Mache. Das ist also die Technik mit dem Sahnesiphon. Bist du denn hier schon so weit? Da bin ich schon so weit, dass wir jetzt hier im Grunde ein bisschen Platz machen können. Lass uns unsere Rosenblüte-Geschichte nicht vergessen, gell? Ich sag's dir. Die kommt du als Gaumenschmuck am Ende, als kleiner Höhepunkt auch für deine Seele, weil ich weiß, du bist ja eigentlich mal als Rosenstock auf die Welt gekommen. Ja, ne? Genau. Ja, so ist das. Ja, nehmen wir uns die Teller. Wo sind meine Freundinnen, die mir dabei zur Hand gehen können? Ich darf euch nochmal bitten mit kleinen Tellerchen, dass wir nochmal anrichten hier vorne. Wir haben unseren kleinen, schnell bereiteten Hauptgang aus den verschiedenen Kreationen der biokulturellen Anbauländer. Und du hast gesagt, Markus, du bist ja als Bio-Thematiker immer unterwegs. Warum ist Bio heute nicht nur in einem Laden zu stehen, sondern auch in meiner Küche anzufinden? Ja, es ist einfach vom Geschmack her wesentlich intensiver. Bio-Gewürze sind ganz anders wie herkömmliche Gewürze. Bio-Gemüse, Bio-Ei, man schmeckt es auf jeden Fall. So, los geht's mit unserer Portion. Können wir die Teller hier hinstellen. Bitte sehr. Und das Dessert können wir hier ein bisschen rüber tun, da können wir gleich mitmachen. Ja, Robert, während der Markus also anrichtet, haben wir dann hier in unserer Fibel, die gibt es da vorne bei Open the Seal of Taste, für alle von euch, die ein solches Taschal mitnehmen möchten. Da haben wir dann hier vorne auch viele Informationen zu den Produkten in mehreren Sprachen. Das gibt es dann eben auch in Deutsch hier selbstverständlich, nicht nur Bulgarisch, das muss auch sein in der Völkerverständigung und auch in englischer Sprache. Und da haben wir verschiedene dieser Rezeptideen auch zusammengetragen für all die von euch, die sich damit bedienen möchten. Ja, es ist ja sicherlich so, Robert, dass wenn wir über die Hagebutte als Nährstoffprodukt reden und auch das, kann ich mir hiermit meine Woche gestalten? Ja, ohne weiteres. Ist die Ernährungskette damit für dich geschlossen? Wenn ein Stück Fleisch dabei wäre, ein bisschen Proteine noch, ja. Proteine ist immer gut. Genau. Das haben wir heute in der Schnelle der Zeit nicht gemacht. Welche Art Fleisch würdest du zu einem Paprikamus da sehen? Kommt drauf an, wann ich es esse. Wenn ich es abends essen würde, würde ich ein leichtes Fleisch nehmen. Wenn ich es Mittag esse, können wir auch was Schwereres nehmen. Also Rind oder sonst was. Das andere Fleisch, das etwas hellere, das leicht grunzt, das vermeide ich momentan seit vielen Jahren schon etc. Ich nehme ein leichtes. Ein leichtes Fleisch, ein weißes Fleisch ein weißes. Oder auch einmal Fisch? Gerne. Würdest du das auch am Paprika Fisch. Sehen? Wir haben ja hier ein Sonnenblumenöl dabei. Genau. Wir sind ja auch mit Karottenwürze in unserem Glas verarbeitet. Und gehen Sie bitte weg mit dem Gedanken, dass Sie Fisch nur einmal in der Woche essen. Ich esse es viermal in der Woche mindestens. Ja. Ja, was der Markus also hier zubereitet, kommt alles gemeinsam mit diesem schönen Glaserl dabei. Schaut es nochmal näher rein. Wir haben also hier den Deckel des Geschmacks geöffnet. Können wir gleich noch und dann haben machen, wir ja? ganz klassisch einfach hier noch in die Pfanne wenn ihr diese wollt. Wir Zutat haben ja noch. Hinzugegeben. Gut. Und dabei entstand diese schöne Kleinigkeit, die man auf die Schnelle zubereiten kann. Wir haben oft die Diskussion Slow Food, Fast Food, gesundes Essen. Dennoch haben wir einen Zeitgeist, das muss manchmal etwas schneller gehen. Ist das nicht ein ganz brutale Gesellschaftsproblematik, die wir hier mit ein bisschen netter abholen können? Sie werden lachen, wenn ich Freunde einlade, habe ich öfter so Gläser bei mir zu Hause stehen. Und man hat die Zeit gar nicht, enthäutete Paprika zu machen oder dieses Gemüse klein zu schneiden. So stehen sie 3-4 Stunden in der Küche, konzentrieren sich auf die so, Basis, holen rüber. Sich Ergänzungsprodukte und es ist perfekt. Das garantiere ich. Ja. Na schau, ihr habt es gerade gehört, der Ofen ist geöffnet und da haben wir auch ein bisschen was zum Beißen dabei. Markus, was hast du hier in deinem Aufschnitt? Ich habe jetzt hier einen bunte Bentheimer, ein sehr leckeres Schweinefleisch, auch hier rosa gegart und das kommt hier Ganze hier oben drauf mit ein bisschen Meersalz noch dazu. Bei dem Thema der Salze gibt es ja auch so kulturelle Hatten Unterschiede. Hatten wir ja eben schon gehabt, ja. Also ich bevorzuge ein Fleur de Sel, aber ja. Wenn man natürlich jetzt über ein Bad Reichenhaller Salz spricht oder ein Himalaya Salz spricht, sollte auf jeden Fall rein sein und man muss heutzutage bei der Verpackung auch auf die Verpackung gucken, wie viel Salz im Salz ist. Ne? Da gibt's, früher hat die Oma noch Reiskörner reingetan, heutzutage haben wir Rieselhilfe etc. Das braucht kein Mensch.
Und ein gutes Salz schmeckt niemals salzig, das haben wir eben schon gehört. Ein gutes Salz kann man nie mit versalzen. Es wird natürlich intensiv im Geschmack, aber nicht versalzen. So, guck mal hier, schön das Fleisch auf den Punkt. So, und dazu geben wir natürlich jetzt noch ein wenig. Also da läuft dann wirklich das Wasser im Mund zusammen, wenn man das anschauen muss, ja. So, das ist jetzt eine schnelle, frische Küche, kombiniert aus frischem Gemüse und natürlich dem Geschmack der Sonne. Und das haben wir halt hier, da ist noch einer im Ofen drin, den können wir mal rausholen hier, zack, zack. So dekorieren sich die Teller schnell beieinander und wir nähern uns schon so länger als der Halbzeit und auf der Zielgeraden unserer Küche. Und jetzt noch ein bisschen Soße, genau. Haben wir die Soße vorbereitet. Hast du noch ein bisschen, kleines bisschen Soße drauf? Woraus hast du die bereitet, Markus? Die Soße ist jetzt zubereitet mit Weißwein, mit Senf. So ein kleines Tröpfchen oben drauf, das passt sehr gut. Eine Weißwein-Senfsoße zum bulgarischen Sonnengemüse. Ja, wir haben ja hier unsere Nachbarn, die haben so köstlichen Wein. Da haben wir eben schon das eine oder andere probiert. Da habe ich gesagt, da kannst du es nicht lassen. Da müssen wir auf jeden Fall ein Scheibchen ein wenig dazu tun. So, hier noch ein wenig Fleisch. Was trinkt man dazu am besten? Weiß, Rosé oder Rot? Also ich würde jetzt dazu definitiv einen Weißwein trinken oder ein gutes Bier, selbstverständlich. Ein Kölsch wäre mir jetzt sehr recht, aber wir haben auch hier andere Biere. Hast du da noch Toppings oder magst du, dass ich das schon beginne? Das ist so, wir können starten. Ach, wir in Bayern, wir sind ja sehr human, wir trinken fast alles. Wir trinken auch mal einen Kölsch. So, dann fange ich mal an und komm mal rum. Hier fehlt noch ein bisschen Soße und dann können wir das einfach mal verteilen. Genau, ach, das finde ich ja klasse. Hier geht es direkt weiter. Jetzt schaue ich mal zu Ihnen. Wissen Sie warum? Weil ihr das mag. Schauen Sie, bitteschön. Ja, darf ich Ihnen auch eine Freude machen hier? Bitte sehr. Schauen Sie mal. Mal schauen, wer ganz laut lächelt, dem kann ich mir ganz gut merken, denn, gell? Ja. Hey, ihr merkt, die Frische geht auf kleinen Tellern. Das sind edle kleine Portionen. Ein Spitzkohl, wer hätte das gedacht, lässt sich so wunderbar hinzufügen. Ja, soll ich dir die Soße drauf klatschen? So, Dille. Und seid ihr der Meinung, ich muss auch mal hier hinkommen, ja, oder? Ich finde gelbe Schale sehr anziehend. Magst du auch? Schau, bitteschön. Ja, dem kann ich hier noch eine Freude machen. Bitte sehr. Ja, gerne. Komme ich mal so halb von links. Bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, so kocht Markus Haxter für Open the Seal of Taste. Öffne das Siegel der Frische. Schön, ne? Sieht lecker aus. So ist das. Erst frisch. Also da können Sie nichts falsch machen. Da kann jeder kochen sogar. Okay, holen Sie ein gutes Stück Fleisch, frisches Gemüse, Soßeverstärkung, perfekt. Den Bratensaft in die Soße ein bisschen mit rein. Das ist das Beste überhaupt, das ist für den Schluss. Ne? So, zwei, drei Tellerchen können wir noch machen. Holen wir noch ein paar hier raus. Guck mal hier, im Schrank müssen noch welche sein. Hier unten können wir noch drei, vier Stück machen. Markus, ich mag mal hier eine Dame fragen, ob sie mit dem Eiwa bisher gekocht hat. Nutzen Sie Paprika als Zutat? Darf ich Sie fragen? Ja, ja, natürlich. Ja? Paprika schon, ja. Haben Sie die auch schon mal so ausgemust und so als ein Topping in Ihre Gemüsepfanne gegeben? Oder haben Sie bisher immer die Pfanne mit der geschnittenen Paprika angeröstet? Also ich habe den Paprika angeröstet mit der Pfanne. Und nicht durch. Ja. Aber kamen Sie jetzt auf eine Idee? Wissen Sie schon, was Sie morgen damit machen können? Muss ich mal schauen. Ja. Irgendwas werde ich mir einfallen wir lassen. Wir sagen Ihnen auch gleich, wo es das dann gibt, damit Sie das Soße noch sich besorgen können. Gell? So soll das sein. Darf ich zwischendurch fragen, wie schmeckt sie? Schmeckt sehr gut. Schlicht, aber ist es Ihnen fein? Ist es gut? Sehr fein. So, genau, nee, das können wir hier drauf tun. Sehr gut gewürzt, auch schön abgestimmt mit der Soße. Markus, du solltest das beruflich machen. Also die Damen, die haben immer wieder Argumente für dich. Ja, okay. Ja? Also ich meine, das ist jetzt hier so ein bisschen der Spitzkohl für den Herbst, passt ganz gut. Die Sonne ist natürlich in den Gläsern zu Hause, da muss natürlich ein bisschen Ratatouille zu. Zucchini ist jetzt nicht unbedingt das Gemüse des Herbst, aber es passt sehr gut. Und deshalb haben wir da eine gesunde Kombination gemacht und können das hier einfach mal probieren. Unser Dessert lässt ja noch... Ist ja auch noch in der Mache. Ich habe festgestellt häufig, als wir auf Tournee immer wieder mal waren, Markus, dass die
lieben Kundschaften, die uns dann besuchen, immer bei Zutaten manchmal noch Fragen haben, wie man kreativ mit wenig kombiniert. Du sprachst gerade von der Bedeutung des Salzes. Ja. Du hast immer wieder auch vorhin gesprochen von der Bedeutung der Tomate. Wir haben heute was über die Bedeutung der Paprika gelernt. Du bist auch ein Freund der Zitronen. Ja. Zum Caipirinha passt das, ne? Oder zu einer leckeren Zitronencreme. Aber wichtig ist, sie sollte frisch sein. Das ist schon mal ganz wichtig. Gut, Markus, wir schauen gemeinsam auf die Uhr. Nach den zwei Tellern gehen wir dann hin. Nach den vieren haben wir noch ein bisschen was da und wollen die schon vorbereiteten kleinen Freunde des Nordwestens euch zeigen. Ihr wisst ja alle, das ist ja ganz bedeutsam, wo wahrscheinlich das niedrigste Land Europas liegt. Wer weiß das? Wo ist Europa am niedrigsten? In den Niederlanden. Die haben die Polder gebaut, weil das so gut ist. Und damit die besser schwimmen können, haben die sich kleine Flöße aus Teig gemacht. Wir nennen sie die Poffertjes. Ihr kennt die, oder? Schaut sie mal da. Das sind die Burschen, die wir da angereichert haben. Das sind unsere Freunde, die als kleine Süßspeise ideal geeignet sind. Du hast immer wieder davon gesprochen. Wir haben verschiedenerlei Kleinigkeiten für den Gaumen, Markus. Und hier deine geheimnisvolle... Das mache ich jetzt. Komm nämlich jetzt hier vorne rüber. Also für jemand, der das gerne mal Natur probieren möchte, kann er natürlich gerne gleich zu unserem Stand kommen. Der ist direkt hier links von der Bühne. Open the Seal of Taste. Da können Sie gerne hinkommen. Sie können das Ganze hier natürlich probieren. Oder wir starten das Ganze hier mit einem wunderbaren, leichten Dessert. Und ich würde sagen, ich gebe dir jetzt mal eins. Dann darfst du mal einfach mal so ganz kurz... So dein erstes Statement dazu abgeben. Das ist jetzt eine Kreation, die ist auch ganz neu. Ich mach das. So, einfach mal testen und das ist an Leichtigkeit nicht zu übertreffen. Man muss, das ist ein Hauch von nichts, aber intensivst im Geschmack. Es ist Joghurt mit drin, um die Leichtigkeit zu unterstreichen. Es ist nicht Sahne. Also Sahne will ich nicht haben. Ein bisschen schon, aber minimal. So, Sahne gibt nicht unbedingt diesen besonderen Kick. Hier muss Säure rein und dann die Süße und diese Kombination dann auch mit Zitrone. Ein Hauch, bisschen Weißwein ist mit drin und das ist also jetzt unser Dessert. Open the Seal of Taste und zwar zubereitet aus einer Rosenblüten-Marmelade. Und in der, im Sockel haben wir da unsere wunderbaren Pfirsiche hier, die wir in diesen Gläsern bereit haben. Auch da haben wir den Plop mit dem Öffnen des Siegels daheim für Sie. Und die haben wir hier drin verarbeitet mit den entsprechenden Toppings aus diesen Cremes, damit Sie sich da mit auseinandersetzen können. Und Robert, meine lieben Gäste, das schmeckt erstklassig. Ein Traum, muss ich echt sagen. Und die Pfirsiche sowieso sonnengereift haben wir sie ins Glas gepackt. Der Kern ist raus. Eine Hammerqualität. Wo kriegen Sie jetzt noch frische Pfirsiche? Nirgends mehr. Wir sollen zwar Saisonware essen, aber es geht momentan nicht. Sowas brauchen Sie wirklich und da haben Sie etwas Vernünftiges im Glas. Eine Spitzen... Oh, jetzt kommt noch Deko drüber. Die hat bei meinem Becher... Nee, ist keine Deko, das ist ein Nusskrokant, weil Nuss und Rose finde ich eigentlich vom Aroma her auch noch sehr schön. Also wir würden da auch mit Macadamia-Nüssen arbeiten, aber ich habe ein klassisches Haselnusskrokant. Okay. Die Hagebutte wird wilde Rose genannt. Warum eigentlich? Vielleicht, weil sie nicht zahm ist. Weil sie nicht zahm ist. Sie ist strauchhoch, sie kann 2 Meter aufwachsen und wir haben in Bulgarien den Zustand, dass dort die Damaszener-Rose blüht und die nehmen wir dann im Morgentau und was machen wir mit ihnen? Also wir besorgen uns bulgarische Jungfrauen, leicht bekleidet, circa zwischen 21 und 23 Jahre, schicken sie raus und die pflücken uns einzeln diese Rosenblütenblätter ab, wenn noch Tau drauf ist. Weil wenn Tau drauf ist, haben die meisten ätherischen Öle drin. Also 50% dürfen Sie jetzt glauben, das andere können Sie streichen. Das ist nur für das gute Ohren gewesen. Aber das mit den Taublättern stimmt wirklich und dem Öl auch, okay? Und es ist wirklich ein Traum. Am Morgentau, da sind Sie ölreich und besonders gehaltvoll. So, wen habe ich noch nicht erwischt gerade? Wer mag jetzt besonders intensiv lächeln? Natürlich komme ich jetzt mal da hinten hin. Ja, wir zwei kennen uns auch schon ewig, seit gestern Abend beim Themendinner. Und selbstverständlich mag ich Ihnen jetzt heute mal diesen Burschen hier mal in die Hand geben. Schauen Sie mal. Ja. Wunderbar. Mit Blitz, ohne Blitz. Dies ist auch schön ohne Blitz. Bitte schön. Ja, bitte schön. Bedienen Sie sich gerne selber. Also ja, schauen Sie, dass Sie so einen Becher kriegen. So. Der schmeckt wirklich ausgezeichnet. So.
So, wenn Sie orange Früchte essen, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, werden Sie merken, dass Sie die orangen Pflanzenbegleitstoffe drin sind, sehr glücklich machen. Also alles, was gelb und orange ist, macht Sie glücklich. Alles, was rot ist und dunkelblau ist, stärkt Ihr Immunsystem. Daran können Sie sich orientieren, okay? Also essen Sie so viele bunte Farben, wie es geht. Und in dem gemixten Glas haben Sie schon 4 Farben drin. Das ist ein Traum. Und, wie kommt das an? Wie kommt das an? Macht's mal nur so den Daumen, genau. Wir wollen euch ja nicht ständig beim Essen interviewen. Das ist ja auch ein bisschen unhöflich. Aber hier war gerade ein interessantes Thema, Markus. Hier war gerade ein, hier haben links außen bin ich. Da war der Pfirsich nicht drin, da hast du mehr Schaum gehabt. Und das ist natürlich einerseits schade, andererseits kriegt man dann mehr von dem Traum. Ja? Bitte mal rechts außen vielleicht? So, ich habe noch hier vorne ein paar. Bitteschön. Ja, 2 Löffel, 2 hole ich dann gleich noch. Bitteschön, nimmst dich die runter. Bitte? Eine kleine, leckere Leichtigkeit. Der Pfirsich, der kommt hier aus... Zordle, dann haben Sie was. Aus dem Glas, super lecker. Absolut lecker vom Aroma. Und gerade in der Kombination. Markus, spendierst du noch ein Löffelchen für mich? Ein Löffelchen, selbstverständlich. Ja, so ist das. Die letzten 5 Minuten brechen an, Markus. Und wir wollen jetzt nicht beschleunigen, weil wir eins gelernt haben. Wir haben auf einmal wieder Zeit in der Küche, weil du bist schon fast fertig mit all dem. Du hast ein köstliches, kleines Menü gemacht aus 3 Gängen. Ihr habt es gemerkt, wir hatten am Anfang ein schönes Pumpernickelschnittchen und haben dazu eine schöne Kombination aufgemacht. Du hattest einen Spitzkohl dabei, ein schönes, edles Stückchen Fleisch dazu, ein Gemüse abgebraten und dabei insgesamt untergelegt unseren roten Paprika-Eiwa aus Bulgarien. Open the Seal of Taste da vorne. Eine Gabe der Union der Erzeuger aller bulgarischen Obst- und Gemüsepartner. Und auf dem Weg zum Ziel komme ich also immer wieder auf den allerletzten Teller nun zum Sprechen. Lieber Robert, gibst mir nochmal die nächsten Genussburschen. Na, schon die nächsten. Und dann bringst du vielleicht den auch noch einen mit dabei. Und die Poffertjes, wer hat vorher Niederlande gewusst? Hier vorne nicht. Ja? Sag mal, weißt du überhaupt, wie viel Vitamin C in der Hagebutte ist? Ja, ich denke mal, dass die Orange und die Zitrone aber mehr hat. Ach. Wer will nochmal probieren? Ein Poffertje mit der Konfitüre, direkt aus dem Glas, ohne irgendwelche weiteren Zusätze. Das ist doch wie ein Zungenkuss, oder? Ja? Das hat doch was, ne? Das hat doch was. Das ist doch richtig was für die Seele. Schön. Sag einmal, weißt du eigentlich, was die Rosenpirouette ist? Na schau, ich darf Sie mal kurz bitten zu halten, dabei dürfen Sie rein zufällig einen in den Mund stecken. Kommst du mal her, mein Liebe. Die Rosenpirouette geht halt so. Im Sonnenland Bulgarien werden immer die hübschesten Damen, die oben die Blütchen pflücken, zur Pirouette genommen und bekommen dann einen schönen Dankeschön-Applaus. Das ist die Rosenpirouette, die wir immer wieder dabei haben. So läuft das, wenn wir mit der Frische unterwegs sind. Und ich hoffe, das ist für euch eine schöne Inspiration auf der Reise in die Zukunft. Und Markus, was ist so dein Fazit? Du hast alles gesehen, du verkochst viele Lebensmittelformen und bist, glaube ich, mit dem Herzen auch hier heute dabei. Also ich muss sagen, Kochen hat was mit, also das hat ein bisschen was mit Professionalität zu tun. Aber auch mit Liebe, gell? Da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Also jeder ist auf seine Art professionell. Meine Oma konnte auch super kochen, weil die hat mit Liebe und hat mit viel Zeit gekocht. Wenn man aber nicht viel Zeit hat, dann muss man mehr Professionalität mit ranbringen. So greift das Ganze ein bisschen ineinander über. Aber eins ist wichtig, die Liebe muss da sein und die Qualität muss da sein. Und manchmal ist weniger mehr. 3 Zutaten richtig kombiniert ist besser wie manch andere Sachen. Und wir haben einfach hier einen guten Geschmack hier drin, die sind ehrlich zubereitet. Und warum soll man nicht mal ein Glas Paprika aufmachen? Weil es ist eine besondere Paprika, es ist eine Spitzpaprika, die ist fest, die ist gegrillt, die ist professionell verarbeitet. Die Pfirsich ist da, Rosenmarmelade, wo gibt's sowas? Also findet. Hab mich gerade kennen Sie das, gefragt. Dass man hier irgendwo überall Rosenmarmelade kauft? Ich nicht. Ich habe sie hier kennengelernt und mir hat es sehr gefallen, damit zu arbeiten, kreativ zu arbeiten. Wisst ihr, warum dass es hier nicht so viele gute Sachen gibt? Bei uns gibt es in Bayern nicht mehr so viele Jungfrauen. Ach so, okay. So, jetzt hast du noch da vorne die Kleinigkeiten. Du hast da vorne noch 2 Gläser, die wir zeigen können. Ein letztes Mal rauf in den Spiegel hier vorne. Da haben wir also die geschälten, gegrillten Paprika. Wir haben die Pfirsiche, die haben wir. Und zeig's gerade nochmal den Lutinischer
Topf, damit die Menschen sich das merken können. Genau. Ja, jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Wo gibt es die Produkte? Wir haben es tatsächlich geschafft mit unserer kulturellen Darbietung, dass wir die guten, großen Möglichkeiten auch überzeugen konnten. Die Produkte sind eingelistet bei drei starken Partnern im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Das ist unter anderem die Kaufhof Galeria. Wir haben unter anderem in dem Netto Märkten unsere Produkte und wir sind auch präsent in der Rewe, in vereinzelten, sehr qualifizierten Märkten, mitunter in eigenen Darbietungen, nicht immer als Open the Seal of Taste selbstverständlich, sondern im Netto zum Beispiel als Netto eigene Marke. Aber schauen Sie aufs Rückglas, da haben Sie eine Information, wann es made and filled in Bulgaria ist. Andrzej, I just told the audience that we are listed into several stores and this is a food that is now open to the public, so everybody can open the seal of taste. Ich sag einfach mal, lieber Markus, wenn ich nicht wüsste, ich würde nochmal mit dir gehen. Hab vielen Dank, mein lieber Markus Haxter. Harry Flint und? Und der Robert Schossmann, der weiß, wie es geht. Und wir laden euch jetzt herzlich ein, da vorne zu uns rüberzukommen, ein bisschen zum Ratschen, dass wir euch noch mehr Tipps geben. Hier ist das laufende Rezeptbuch. Er hat auch tolle Kochbücher, tolle Wissensbücher über sich selbst mit dabei. Er ist Autor in verschiedenen Bereichen. Lernt ihn näher kennen. Da vorne klönen wir mit euch ein wenig. Herzlich willkommen bei Open the Seal of Taste. Taste. Dankeschön. Bis später um 17 Uhr zur zweiten Vorführung.